Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kona hier auf dem Konfi-Kanal. Ja, neue Aufnahmesession bei mir. Einige Tage wieder vorbei. Mittlerweile auch das Cosmonaut Festival überlebt. Und ich habe mir gedacht, hey, komm, schwinge ich mich mal wieder ran an Kona. Die restlichen Parts bis hierher sind jetzt sogar schon alle hochgeladen. Rein theoretisch könnte ich ja auch schon anfangen, sie zu veröffentlichen. Oder warte ich noch, bis ich fertig bin? Ne, da ich nicht weiß, wie lange es noch geht, warte ich lieber noch ein bisschen, nicht, dass ich in Zeitdruck komme. Ja, wenn ich mich recht erinnere, wollten wir als nächstes zur Eiswand gucken, ne? Ich glaube, hier unten hatten wir sonst soweit alles, was wir uns vorgenommen haben, erledigt. Ich weiß nicht, ob wir alles gefunden haben, was es da so gibt, alles, was wir brauchen, aber ich gehe jetzt mal zur Eiswand, den Bolt haben wir da schon fotografiert und wir haben jetzt hier unser schickes Schneemobil. Ist jetzt bloß ein bisschen blöd. Das Auto steht auch hier. Ich nehme mal das Schneemobil. Es ist bloß ein bisschen blöd, dass wir auf dem Schneemobil nicht die Karte angucken können. Aber da es ja auch hieß, wir brauchen das Schneemobil für das zukünftige oder es wäre zumindest empfohlen, bleiben wir dabei, aber ich glaube, wir müssen eigentlich ja bloß der Straße folgen, sobald wir auf die Hauptstraße kommen, nach rechts und dann kam ja da irgendwann das Auto, was da an dem Abhang ging und da ging es ja dann rechts rein und da kam gleich die Eiswand. Also ich denke mal, wir dürften das eigentlich finden. Hier rechts ist eine Hütte, war bei der schon? Ich glaube. Ja, hier ist das Ding, das Tor, wo wir durch sind. Hier kommt die Hauptstraße und hier geht es dann ab und nach rechts. Wenn ich ein was kann, dann ist es sich zu orientieren. Aber es war jetzt auch nicht so schwer. Will ich mich ja jetzt auch nicht himmelhoch preisen. So im Grunde bin ich bloß die Straße lang gefahren und nach rechts abgebogen. Aber hey, schafft auch nicht jeder. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. So, dann schauen wir mal nach diesem Ladebildschirm. Ich glaube, der ging schneller als die anderen. Und wenn wir da zu diesem Abhang kommen und dann gucken wir nach rechts, da ist schon das Auto. Okay, warum kam da gerade solches? Achso, das ist von der Stromleitung. Okay, ich dachte, hier macht einer Feuerwerk oder so. Das haben wir uns da ja alles angeguckt, was da lag. Und hier kommen wir jetzt gleich, da ist sie, in die Eiswand. Wir betreten die Situation, die Mission. Und ist jetzt meine Vermutung richtig? Laufen die drei jetzt auch durch die Wand und vielleicht kommen wir dann weiter? Oder müssen wir vielleicht nochmal Dynamit auftreiben? Guck. Another phantom Mädel? Disappeared in the wilderness. Sehr schön. Carl had seen what happened to it too. Ja. A third phantom gently faded away. Sehr schön. Carl noticed that as the cursed villagers finally left reality, he could feel a sense of unburdening exuding from them in an almost intimate way. Sieht man deinen Haaren? Komm, hau ab. The last phantom, lost in solitude up until now, joined the others in the forest's darkness, free at last to enjoy an eternal, well-deserved slumber. So, Errungenschaft freigeschaltet, Fall der Mauer. Da kenne ich mich mit aus. Struck his village. He understood that the dead were piling up and that he couldn't help them by himself. The road was clear for him. He needed to push further north and fast to find help. Ja, da ist die Mauer weg. Es war wirklich das Ziel, die vier Personen zu finden, die in dem Eis gefangen waren, um die Mauer zu zerstören. Aber meine Vermutung ja gar nicht so falsch. Und ja, das sind ja die ganzen Fußstapfen der Visionen, schätze ich mal, weil das sind ja hier menschliche Fußstapfen. Aber ich glaube, da sind auch ein paar tierische dabei. Schauen wir mal. Bisher haben wir jetzt hier bloß den einen Weg. Mal gucken, ob sich das irgendwann splittet. Oder ob das jetzt hier vielleicht ein bisschen geradliniger wird. Erstmal gibt es den Ladebildschirm. Mit einem wundervollen Sound im Hintergrund. Dankeschön. So, hier können wir uns schön hochboxen mit unserem Schneemobil. Mit dem Auto war das bestimmt nicht gegangen. Hier rechts sieht es nicht so aus, als ob da was ist. Hier ist ein Baum. Den habe ich jetzt gesehen. Aber bisher recht geradlinig hier. Lager. Okay. Okay, interessant. Another diary. Carl felt like someone was trying to communicate with him. Or was it simply the result of happenstance? Da ist wieder ein Bolt. Ich glaube, da brauchen wir noch zwei, um alle zu finden.
Gibt's hier irgendwo Holz? Ich brauche Holz zum Anzünden. Bevor ich mir den Rest angucke, will ich erstmal das Feuer anzünden. Es liegt doch hier immer bei jedem Holz in der Nähe. Bitte auch hier. Warum habe ich eigentlich wieder kein Holz mit dabei? Gibt's hier kein Holz? Das finde ich jetzt aber nicht cool. Oder bin ich gerade bloß wieder extrem blind? Hallo? Holz? Irgendwo? Vielleicht hier irgendwie? Carl hadn't taken notice of the footsteps. What if someone had been here before him? Vielleicht hat derjenige, der hier ja war, vielleicht Holz liegen lassen. Ich weiß es nicht. Kann doch nicht sein, dass hier kein Holz ist. Es ist doch immer überall. Nimm doch einfach so einen Kackast hier, meine Güte. Okay, wir fotografieren das erstmal. So. Das behalten wir. Dich fotografieren wir. Das behalten wir auch. Liegt hier vielleicht irgendwie was drin? Nee. Meine Güte. Jetzt ohne Witz, es gab doch immer in der Nähe von den Feuern Holz. Außer bei denen in der Wildnis. Oder nördlicher Wald, das etwas vergessen hat. Ja, mein Schneemobil. Oder vielleicht das Buch, was da liegt, dass wir das auch noch lesen müssen. Aber okay. Ist kein Holz da. Dann schauen wir uns das geheimnisvolle Tagebuch B an. Leseratte, Errungenschaft freigeschaltet. Das Biest hat mich überlistet. Es weiß, dass ich all seine Schwächen kenne. Es weiß um meine Stärke. Der Jäger ist zum Gejagten geworden. Auf unerklärliche Weise ist es dem Biest gelungen, zwischen dem Norden und dem Süden eine Eiswand zu errichten. Es will nicht gestört werden. Aber ich habe einen Weg gefunden, denn es ist meine Mission, das Biest aufzuhalten. Es ist stets unterwegs. Carl wundert, wie lange er diese skin-stinging cold. Ja. Wir lesen das gleich fertig. Ich will mich erstmal auf mein Schneemobil schwingen, vielleicht. Weil irgendwo war ja auch noch eine Hütte in der Nähe aufgezeichnet. Vielleicht liegt da noch irgendwie Holz rum oder so. Ich will jetzt hier nicht erfrieren. Wir lesen das Buch dann. Carl had found what he was looking for. He needed to get back on the road. Ja. So. Irgendwo müsste hier morgen noch eine Hütte kommen. Da. Aussichtsturm, okay. Da liegt nämlich auch Holz. So. Carls Inventar ist voll. Ich lass mich hier rein. Carl reckoned that the place was still inhabited less than 24 hours ago. Okay. His detective sense tingled, revealing to him, or was it the strong smell of wilderness in the air, that there were most likely two men. Klingt interessant, aber wir müssen jetzt erstmal unser Inventar kurz leeren. Hier. Lass mal die Eisenwaren weg, die können wir ja dann wieder aufheben. Ich will jetzt bloß. Mach auf. Feuer machen erstmal. So, warum liegt bloß einer da oder kann ich hier noch einen? Doch, ne, Shooter-Inventar voll. Mann! Kack-Inventar. So. Dann machen wir hier ein Feuerchen. Dann haben wir erstmal wieder einen Speicherpunkt. Dann schauen wir uns jetzt, bevor wir uns die Hütte anschauen, erstmal das Dokument von gerade an. Was war denn das überhaupt für eine Errungenschaft, die wir da bekommen haben? Finden Sie alle Dokumente? Okay, wir haben wirklich alle Dokumente in diesem Spiel gefunden. Nice, sehr gut. Es ist stets unterwegs, hält nicht für eine Sekunde inne. Voraus zieht es wohl seine Energie. Hass, Kälte, Furcht. Die Alten erzählten vom Wendigo. Sie sagten, er würde nie wieder zurückkehren. Kein Krieger, so meinten sie, würde ihn herbeirufen wollen. Aber die Alten hatten Unrecht. Der Wendigo kommt vom großen Geist. Er erscheint voller Hass und von unbändiger Rachsucht getrieben. Das Biest, das ich jage, ist geblendet von Hass. Es ist frustriert. Mein Bolzen hat das Biest verfehlt. Es hat gebrüllt. Ich habe gedacht, ich würde neben dem Gebrüll des Biests eine Stimme hören. Die Stimme des Kriegers. War es wirklich das Biest, das vor mir weglief, oder war es der Mann, der in ihm gefangen ist? Das Biest macht Jagd auf zwei armselige Weise. Ah, Schluck auf. Entschuldigung, ihr Schicksal ist bereits besiegelt, das Biest hat ihre Fährte aufgenommen.
Es bewegt sich vorsichtig, langsam, methodisch. Ich werde die Menschen nicht rechtzeitig erreichen können. Vielleicht wird die Rachsucht dieses Biests niemals gestillt werden. Vielleicht ist es nicht in der Lage, seine eigentliche Beute zu erwischen. Was wäre, wenn es auch nach Süden gehen würde? Wenn es anfangen würde, Städte der Weißen zu terrorisieren? Sie würden uns mit ihren Flugzeugen und Bomben angreifen. Sie würden unser Volk ausmerzen. Die Weißen glauben, nur sie dürfen angreifen. Das Biest muss aufgehalten werden. Geht es hier wirklich um ein Biest, was all das angetan hat? Wenn ich ehrlich bin... There should be a rifle hanging there. Its owner may not be very far. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das ein bisschen lame, wenn da hier so was Übernatürliches auf einmal. Ich hätte lieber einen, ich sag mal, normalen Mordfall gehabt. Keine Ahnung, irgendwas Rätseliges. Als wenn es am Ende wirklich auf ein Wendigo hinausläuft. Lassen wir uns mal überraschen. Quittung für Ablaze. The jacket was still soaking wet. The poor man had, surely unwillingly, had a taste of the pond's water not too long ago. According to the pay stub, that poor man was Alexandre Blais. Okay. Alles. Two blankets. There were doubtless two people here, Carl reckoned. Und das kann noch nicht so lange her sein. Vielleicht können wir auf irgendeinen noch ein bisschen aufholen. So. Was haben wir hier noch für Briefe? Brief an Pierre. Dienstag, der 15. September. Pierre, ich möchte dich daran erinnern, dass es gewisse Regeln gibt. Regeln, die wir alle befolgen müssen, egal ob wir das wollen oder nicht. Ich habe mitbekommen, dass du in letzter Zeit sehr viel wilderst und dass du dir nicht einmal mehr die Mühe machst, dein Treiben zu verheimlichen. Zum Teufel, selbst ich kann nicht mehr so tun, als ob ich dich in den letzten Tagen nicht gesehen hätte. Was würden die Leute sagen, wenn ich weiter beide Augen zudrücke? Diesmal bist du zu weit gegangen, mein Freund. Ich werde ein Bußgeld aufsetzen müssen. Wilfried. Der 24. September. Pierre, the poacher Blais, was definitely not the one who lived here. Indeed, Carl learned earlier that the man had recently been shredded to death by, allegedly, beasts. Okay. Pierre, ich hatte dir doch gesagt, dass du zu weit gegangen bist. Jetzt hast du aber das Fass zum Überlaufen gebracht. Und jeder weiß, dass du es warst. Dass ich mit deinem Bruder befreundet bin, wird doch nichts mehr nützen. Wenn du noch einmal irgendeine Pflanze oder ein Tier in meinem Zuständigkeitsbereich anfasst, wirst du es bereuen. Du magst deine kleine Jagdhütte wohl, ja? Ich überlege mir, die mit einem großen, fetten Schloss zu versehen. Das wäre doch fein, findest du nicht auch? Und wenn du so weitermachst, wirst du derjenige sein, der bald hinter Schloss und Riegel sitzt und so im Bezirksgefängnis von Ruin? Sucht euch aus. Pass auf, Freundchen, wirklich, pass bloß auf. Wilfried. Okay, den haben wir jetzt wieder hingelegt. Ist das vielleicht das... Wir haben doch da in der einen Hütte so einen Schlüssel gefunden für eine Hütte im Norden. Vielleicht ist das der Schlüssel zum Schloss, was der an die Hütte rangemacht hat. Wolfsfälle, die zum Trocknen hier gelassen wurden. Okay, die haben hier wohl ein bisschen was gejagt. Ja, die Gewehre fehlen. Sonst gibt's hier nicht so viel. Was sagt denn eigentlich die Karte? Wo sind wir denn gerade? Hier, da oben ist noch eine Hütte, da wollen wir auf jeden Fall noch hin. Da vorne scheint sich aber der Weg zu zwei teilen, wie es aussieht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den linken Weg. Der führt am straightesten zu der Hütte. Wenn sich das überhaupt auch so auf der Straße wiedergibt. So, lass mich mal weg. Ah, ne, hier ist ein Schloss. The door was unlocked. Okay. Carl felt kind of disappointed that he wouldn't have to solve the mystery of that padlock. Eine Freihandtaschenlampe. Okay. Können wir sie jetzt ranmachen? Wir haben immer Licht. Nice. Das ist doch mal schick. Das ist wunderbar. Damit lässt sich doch arbeiten. Haben wir hier wieder irgendwelche Fußstapfen drauf? Tatsächlich. Müssen wir wieder den Fußstapfen irgendwo hin folgen. Die Kühltruhe ist leer. Im Müll gibt es nichts Interessantes. Holzscheite ist das Inventar voll. Ich möchte aber trotzdem welche mitnehmen. Aber wir haben ja hier auch noch den Aussichtsturm an sich. Vielleicht gibt es da auch noch was Nettes. Ansonsten der Weg. Ja, der Wald ist dunkel. Da scheint sich nichts zu bewegen. Da scheint nichts los zu sein. Nicht hängen bleiben. Ich möchte wissen, was hier oben ist. Eine Kiste, eine Truhe. Die ist auf. Okay, wir haben Munition für Leuchtkugel, einen Erste-Hilfe-Kasten.
Und Anzünder. Sehr schön. Ich denke, das wird uns alles weiterhelfen. Die Leuchtkugeln haben wir aber eigentlich nicht die Pistole für. Entweder bekommen wir die noch oder ich habe sie irgendwo übersehen. Aber vielleicht, ja, sehen wir die ja noch. Ich gehe nochmal rein, dass wir uns noch ein bisschen aufwärmen können, während ich nochmal in mein Inventar gucke, was wir denn zurücklassen können. Scheinwerfer. Den können wir aber auch nicht wegwerfen. Eisenwaren brauchen wir vielleicht nochmal. Erste-Hilfe-Kästen sind auch immer gut. Munition, Magnet, die Zange. Bei solchen Handwerkszeug, da weiß man nicht, brauchen wir es nochmal. Verbrauchsgüter. Ah ne, hier ist das. Das ist Anzünder, ja, den brauchen wir auch. Ausrüstung. Steaks. Kamera, Revolver, Brechstange, Hammer. Das sind doch sowieso, aber das sind ja auch Handwerksdinger irgendwie. Boah, ich weiß nicht, was wir wegwerfen können. Hätten wir jetzt den Jeep hier, könnte ich da einfach die Eisenwaren oder so draufpacken, dann wüsste ich für einen Notfall, wo sie sind. Aber wenn ich jetzt speichere und neu lade, wird bestimmt bloß das Schneemobil hier sein und nicht das... Nicht unser Auto, schätze ich mal. Nicht wundern, ich tue jetzt mal ins Hauptmenü gehen. Ich probiere das jetzt mal aus, ob wir unseren Jeep oder unseren Pickup herbeamen können. So, Kona. Spielen. Nicht wundern mit den drei Spielständen. Das ist eine Zwischenspeicherung, die ich mir für mein Achievements mal gemacht habe, die ich irgendwann nachhole. So. Ich glaube es persönlich nicht, weil der Pickup ja hier eigentlich jetzt auch nicht fahren kann. Aber man kann es ja mal probieren. Ne, der steht da unten. Der steht. Ich möchte jetzt aber auch nicht dahin zurückfahren, um einfach... Wenn ich jetzt die Sachen hier wegwerfe, müssten die doch aber trotzdem hier liegen bleiben, oder? Ich glaube nicht, dass die despawnen. Ich glaube, dass die liegen bleiben. Können wir zumindest mal zwei Klebeband wegwerfen. Eisenwaren können wir ja ein paar wegwerfen. Anzünder behalten wir. Munition. Das macht jetzt aber auch nicht so viel vom Gewicht her aus. Ausrüstung. Das Gewehr, die Axt. Können wir ein Steak wegwerfen. Kamera macht nichts. Revolver. Vielleicht brauchen wir es doch nochmal. Verbrauchsgüter, die Zigaretten können wir wegwerfen. Schmerzmittel können wir auch wegwerfen. Eine Flasche Wasser. Haben wir nicht gebraucht. Erste-Hilfe-Kasten behalten wir. Da macht viel Gewicht. Aber gut, falls wir irgendwas nochmal brauchen davon, das müsste jetzt eigentlich hier liegen. Ich glaube nicht, dass das despawnt. Glaube ich einfach nicht daran. So, können wir nämlich nochmal ein Holz mitnehmen. Zurückfahren müssen wir nicht, aber wir können für ein eventuelles nächstes Lagerfeuer das Holz schon mal mitnehmen. Und ich würde sagen, dann haben wir jetzt ja die Eiswand erfolgreich überwunden, sind zu dem Aussichtsturm gekommen. Und im nächsten Part schauen wir mal, wie weit es dann da nach oben geht, ob wir wirklich hier bis zu Hamiltons Haus etc. kommen. Bin ich gespannt drauf, aber als nächstes denke ich mal, wir folgen mal der Eisspur da draußen, gucken, ob uns das irgendwo hinführt. Ansonsten geht's der Hütte, die hier oben eingetragen ist. Ich hoffe, ihr seid dann morgen wieder mit dabei. Bis dann.